Ihr habt Lust auf süße oder deftige Pfannkuchen, aber kein Mehl im Küchenschrank? Dann haben wir hier die perfekte Lösung für euch, leckere Pfannkuchen ohne Mehl zuzubereiten. Die Alternative zum Mehl, die viele von uns immer im Vorratsschrank haben, ist nämlich ganz einfach Quark, Eier und Puddingpulver. Falls ihr die Zutaten beisammen habt, können wir direkt loslegen und brauchen diese Zutaten. 4 Eier, 250 Milliliter Milch, 4 Esslöffel Quark, 6 Esslöffel Puddingpulver und etwas Fett. Zunächst alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit einem Schneebesen oder einem Handmixer vermengen, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Danach ganz wenig Fett in eine Pfanne geben und erhitzen. Mit einer Schaumkelle eine Portion Teig in die Pfanne geben und diese so schwenken, dass der gesamte Pfannenboden hauchdünn mit Teig bedeckt ist. Sobald sich der Pfannkuchen leicht vom Boden lösen lässt, solltet ihr ihn wenden. Den Pfannkuchen jetzt noch eine Minute backen und ihn dann aus der Pfanne nehmen. Nun kommt es darauf an, ob ihr Lust auf etwas Herzhaftes oder Süßes habt. Denn je nach Lust und Laune könnt ihr die Pfannkuchen nun beispielsweise mit Zimt und Zucker oder Nutella bestreichen und als Dessert vernaschen. Ihr habt aber Hunger auf etwas Deftiges? Kein Problem! Pfannkuchen schmecken auch als Hauptspeise. Einfach nach Belieben mit Schinken und Käse belegen. Bon Appetit!